Herzlich willkommen zum Lecturecast Anrechnung auf den Erbteil. Wir verteilen im Erbrecht das Vermögen des Erblassers, das ist ganz klar. Und auch klar ist, wir können nur das verteilen, was zum Zeitpunkt des Todes halt da ist. Was nicht mehr in der Verlassenschaft ist, ist nicht Gegenstand des Erbrechts. Das ist selbstverständlich, beginnt aber dann problematisch zu werden, wenn der Erblasser bestimmte Vermögenswerte vor seinem Tod unentgeltlich weggegeben hat. Wenn der Erblasser also Schenkungen gemacht hat. Warum ist das schwierig? Nun, wir können uns einen ganz einfachen Fall überlegen. Wenn wir einen Nachlass von 100.000 Euro haben und zwei Kinder des Erblassers da sind, dann ist klar, dass beide Kinder je die Hälfte bekommen, je 50.000 Euro. Der Witz der gesetzlichen Erbfolge ist ja, einen gerechten Ausgleich, eine gerechte Verteilung des Vermögens zu schaffen. Aber stellen wir uns vor, der Erblasser hat nur deshalb nur mehr 100.000 Euro in der Verlassenschaft, weil er schon 3 Wochen vor seinem Tod 100.000 Euro an sein Lieblingskind geschenkt hat. Das heißt, eigentlich wäre die Verlassenschaft ja viel höher gewesen, aber an dem, was in der Verlassenschaft nicht mehr drinnen ist, partizipiert das andere Kind nicht. Das heißt, wenn wir uns die Frage der Anrechnung stellen, dann beschäftigen wir uns damit, wie wir unentgeltliche Vermögensabflüsse aus der Verlassenschaft zu Lebzeiten des Erblassers, also Schenkungen, die der Erblasser zu Lebzeiten gemacht hat, erbrechtlich erfassen können. Und das muss man gleich noch ein bisschen präzisieren, denn unter Schenkungen, die der Erblasser zu Lebzeiten gemacht hat, sind auch sogenannte Schenkungen auf den Todesfall zu verstehen. Was ist das? Eine Schenkung auf den Todesfall ist ein Vertrag zwischen Erblasser und Beschenktem über eine Schenkung, die erst mit dem Zeitpunkt des Todes erfolgen soll. Das heißt, der Erblasser behält die Sache noch. Nur, wir haben zwar die Sache im Nachlass, das heißt etwa die Eigentumswohnung um 250.000, aber wir haben auch einen Anspruch auf die Sache, den wir berücksichtigen müssen. Wir haben ein Aktivum Eigentumswohnung und ein Passivum Verpflichtung aus dem Schenkungsvertrag. Das heißt, auch die Schenkung auf den Todesfall verringert das Vermögen des Erblassers, weil über einem Gegenstand in Wirklichkeit schon der Anspruch schwebt, ihn unentgeltlich herausgeben zu müssen. Die Anrechnung versucht also, Schenkungen unter Lebenden, und dazu gehört auch die Schenkung auf den Todesfall, erbrechtlich zu erfassen. Und was wir bei der Anrechnung bedenken müssen, ist, dass der Erblasser grundsätzlich es in der Hand hat, zu sagen, wie er seine Vermögensverteilung sich wünscht. Daraus kommt eine ganz simple Erkenntnis. Wann immer wir gewillkürte Erbfolge haben, wann immer also der Erblasser ein Testament gemacht hat, stellen sich Anrechnungsfragen eigentlich nicht mehr. Warum? Nur wenn der Erblasser in seinem Testament eine Anrechnung anordnet oder wenn er eine Anrechnung zu Lebzeiten mit der Schenkung vereinbart hat, brauchen wir darüber nachdenken. Ansonsten gehen wir davon aus, dass der Erblasser das bei der Vermögensverteilung berücksichtigt hat. Und wenn er nichts über Anrechnungen sagt, dann will er offenbar eine Ungleichbehandlung. Bleiben wir im Beispiel, der Nachlass beträgt 100.000, ein Kind hat eine Eigentumswohnung schon geschenkt bekommen um 200.000. Wenn der Erblasser in sein Testament schreibt, meine Kinder sollen je zur Hälfte Erbe sein und über die Eigentumswohnung kein Wort verliert, dann ist die Eigentumswohnung kein Gegenstand der Anrechnung auf den Erbteil. Sie ahnen wahrscheinlich schon, dass das vielleicht nicht das letzte Wort ist. Denn ich habe als Erblasser zwar die Möglichkeit, die Erbteile zu gestalten, ich hätte als Erblasser auch die Möglichkeit zu sagen, dass ein Kind gar nicht Erbe sein soll, aber ich habe nicht die Möglichkeit, in Pflichtteile einzugreifen. Aber es ist gut, dass wir hier die Anrechnung auf den Erbteil von der Anrechnung auf den Pflichtteil unterscheiden. Denn wenn Sie sich das erbrechtliche Prüfschema vergewissern, dann sehen Sie, dass die erste Frage immer ist, wie das Vermögen verteilt werden soll. Wie nach Gesetz oder nach dem Erblasserwillen das Vermögen verteilt wird. Und erst wenn wir wissen, wie das Vermögen verteilt werden soll, können wir das pflichtteilsrechtlich überprüfen und uns die Frage stellen, ob diese Vermögensverteilung pflichtteilsrechtlich überhaupt zulässig ist. Das heißt, in einem ersten Schritt ist ganz klar, der Erblasser, der beide Kinder zur Hälfte zu erben einsetzt, will offenbar nicht, dass Schenkungen, die er zu Lebzeiten gemacht hat, berücksichtigt werden. Damit sehen wir aber auch schon etwas Wichtiges. Wenn der Erblasser seine Anrechnung nicht möchte, dann gibt es auch keine Anrechnung auf den Erbteil. Wenn wir diesen Gedanken fortspinnen, dann wissen wir auch, wie wir bei der Anrechnung, bei der gesetzlichen Erbfolge zu arbeiten haben. Denn auch wenn die gesetzliche Erbfolge eintritt, wäre es ja denkbar, dass der Erblasser in einer sonstigen letztwilligen Verfügung sagt, ich wünsche keine Anrechnungen. Wenn er das nicht möchte, dann findet die Anrechnung
nicht statt. Was ist, wenn wir keinen solchen Erblasserwillen haben? Dann gibt es in der gesetzlichen Erbfolge zwei Wege, wie wir zur Anrechnung kommen. 752 und 753 ABGB. Entweder wir haben eine Anordnung, dass angerechnet werden soll, also quasi das Gegenstück zur Anordnung, ich wünsche keine Anrechnung, dann ist es vergleichsweise klar. Oder wir haben eine Vereinbarung über die Anrechnung. Das ist eine Vereinbarung, die man im Zusammenhang mit der Schenkung schließt. Erblasser und Beschenkter vereinbaren, dass diese Zuwendung auf den Erbteil angerechnet wird. Ja, dann ist klar, dass es zur Anrechnung kommen soll. Aber auch wenn wir keinen Erblasserwillen haben, der eine Anrechnung explizit wünscht, in letztwilliger Verfügung oder in einer Vereinbarung über die Anrechnung, ist eine Anrechnung möglich, nämlich auf Wunsch eines Kindes. § 753 ABGB sieht nämlich vor, dass ein Kind Schenkungen an andere Kinder anrechnen lassen kann. Was bedeutet das? Es geht darum, dass eine Ungleichbehandlung zwischen Kindern verhindert werden soll. Und deshalb ist das auch ein Anrechnungsvorgang, der ausschließlich die Kinder berührt, nicht etwa einen Ehegatten. Der partizipiert da nicht, der kann die Anrechnung auch nicht verlangen. Es ist ein Vorgang, wo bei mehreren Kindern ein Kind sagt, bitte, es ist ein anderer begünstigt worden, ein anderer hat eine Schenkung bekommen. Ich möchte, dass diese Schenkung jetzt erbrechtlich berücksichtigt wird. Das heißt, eine Anrechnung stattfindet. Und wie funktioniert das? Nun, wir können uns das an einem ganz simplen Beispiel anschauen. Stellen wir uns vor, der Erblasser hinterlässt zwei Söhne, den A und den B, und die Verlassenschaft beträgt 40.000. Ich meine damit natürlich die reine Verlassenschaft, also ich meine das Überwiegen der Aktiven über die Passiven. Wie die gesetzliche Erbfolge ausschaut, ist völlig klar. A ist zur Hälfte Erbe, B ist zur Hälfte Erbe und das würde bedeuten, dass A und B je 20.000 an Wert bekommen. Aber was wäre, wenn in diesem Fall dem A schon zu Lebzeiten 20.000 geschenkt worden wären. B hätte es in der Hand, nach § 753 die Anrechnung zu verlangen. Und was heißt Anrechnung jetzt? Das ist ja nicht mehr im Nachlass. Was wir tun müssen ist, wir schlagen die Schenkung dem Nachlass hinzu, rechnerisch. Das heißt, wir rechnen hinzu, addieren also die 40.000 und die 20.000 und kommen auf eine Rechengröße von 60.000. Der Nachlass beträgt aber nur 40.000, das dürfen wir nicht vergessen. Aber die Rechengröße ist für den Moment für uns einmal 60.000. So, B bekommt die Hälfte von 60.000. Das sind, und ich versuche das jetzt in einer anderen Farbe, damit man das sieht, diese 60.000 führen bei B zu einer Summe von 30.000. Und auch bei A würden die zu einer Summe von 30.000 führen, weil 30.000 eben die Hälfte von 60.000 ist. Nur, wir erinnern uns, so viel ist ja gar nicht im Nachlass. Im Nachlass sind ja nur 40.000. Aber es wäre ja auch absurd, wenn der A dadurch noch einmal mehr erben sollte, dass er schon etwas zu Lebzeiten bekommen hat. Das wäre ja eine Doppelbegünstigung. Und deshalb ist es ganz logisch, dass wir dem A von den 30.000 das abziehen, was er schon geschenkt bekommen hat. Das heißt, der A fällt auf 10.000 herunter. Und dann passt es auch wieder, denn die 30.000 des B und die 10.000 des A ergeben zusammen die 40.000, die in der reinen Verlassenschaft drinnen sind. Das heißt, wir haben die Erbquoten zwar nicht geändert, nach wie vor sind A und B je zur Hälfte Erben, aber wir haben die Verteilung des Vermögens geändert. Warum? Ja, um ein gerechteres Ergebnis zu erzielen. Das kann, ich habe es schon gesagt, dann passieren, wenn der Erblasser das angeordnet hat, wenn es eine Anrechnungsvereinbarung gibt, alles jetzt in § 752 gedacht, aber auch wenn es das nicht gibt, dann kann der B die Schenkung, die ein anderes Kind erhalten hat, anrechnen lassen nach § 753 ABGB.
Ausgeschlossen wäre das nur dann, wenn der Erblasser eine solche Anrechnung nicht wünscht. Wenn also der Erblasser etwa in einer letztwilligen Verfügung sagt, dass er das nicht möchte. Das war ein vergleichsweise einfaches Beispiel. Wir hatten zwei Kinder und eine Schenkung. Machen wir es ein bisschen komplizierter. Wir haben wieder einen Erblasser. Wir haben wieder zwei Kinder, A und B. Wir haben eine Verlassenschaft von 60.000. Und diesmal hat der Erblasser A zu Lebzeiten 30.000 geschenkt, etwa um einen Betrieb zu eröffnen, um ein Unternehmen zu gründen. Und B hat der Erblasser 20.000 gegeben, zum Beispiel für ihre Hochzeit. Der Schenkungsbegriff ist, das sehen wir, ein extrem weiter. § 781 ABGB zählt auf, was alle Schenkungen sein können. Wenn wir uns die gesetzliche Erbfolge anschauen, ist in einem ersten Schritt wieder klar, A und B bekommen je die Hälfte und das ist bei einem Nachlass von 60.000 je 30.000. Wozu führt eine Anrechnung? Nun, eine Anrechnung führt dazu, dass wir die Schenkungen, die nicht mehr im Nachlass sind, also die 30.000 an A und die 20.000 an B, dem Nachlass rechnerisch hinzuschlagen, also Hinzurechnung stattfindet. 60 und 30 sind 90 plus 20 sind 110.000. Das ist der Vorgang der Hinzurechnung und Sie werden feststellen, dass wenn Sie sich mit der Anrechnung im Pflichtteilsrecht beschäftigen, die strukturell genau derselbe Vorgang ist wie die Anrechnung auf den Erbteil, die Anrechnung dort viel plastischer Hinzu- und Anrechnung heißt. Deshalb verwende ich den Begriff jetzt auch hier, obwohl das Gesetz ihn beim Anrechnen auf den Erbteil nicht verwendet. Das heißt, hier findet die Hinzurechnung statt. Von den 110.000 können wir ausgehen und kommen auf eine Berechnungsgrundlage von 55.000 pro Person. Und jetzt muss es dann zur Anrechnung kommen, nämlich zur Anrechnung der jeweiligen Schenkung, die die jeweilige Person bekommen hat. Heißt was? A muss sich die 30.000 abziehen lassen und kommt zu einem Erbteil von 25.000 und B muss sich die 20.000 abziehen lassen, also anrechnen lassen und kommt zu einem Erbteil von 35.000. Und das ist für uns wesentlich, wir bleiben dabei, dass die Verlassenschaft zur Gänze verteilt wird. 25.000 plus 35.000 sind 60.000. Wir bleiben dabei, dass die Erbquoten gleich bleiben. A ist zur Hälfte Erbe, obwohl A nur 25.000 bekommt und B ist zur Hälfte Erbe, obwohl B 35.000 bekommt. Weil das, was wir versuchen in Wirklichkeit ist, dass wir gedanklich Vermögenswerte, die unentgeltlich schon übertragen worden sind, in die erbrechtliche Verteilung mit einbeziehen. Was wir also getan haben, war, wir haben Schenkungen, die gar nicht mehr in der Verlassenschaft sind, rechnerisch in die Verlassenschaft hinzugerechnet und haben dann, als wir so getan haben, als wären sie noch in der Verlassenschaft, das Vermögen verteilt. Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass sich das sehr schön ausgegangen ist, aufgrund der Zahlen, die ich angenommen habe. Aber spielen wir mit den Zahlen ein bisschen herum und dann werden wir ein Gespür dafür bekommen, wann es problematisch wird. Angenommen, die Schenkung an A wäre nicht 30.000, sondern 50.000 gewesen. Dann hätten wir eine Berechnungsgrundlage von 60 plus 50 plus 20, also von 130.000. Das würde jeweils 65.000 ergeben. Davon müsste sich A 50.000 abziehen lassen und käme auf 15.000 und B 20.000 und käme auf 45.000. Das heißt, noch kein Problem. Sie können sich aber vorstellen, irgendwann ist nicht mehr genug in der Verlassenschaft, um das auszugleichen. Wenn der A etwa eine Schenkung von 100.000 bekommen hätte, dann kommen wir auf eine Berechnung von 60 plus 100 plus 20 von 180. Und 180 würde bei A zu 90.000 führen, minus 100.
und würde bei B zu 90.000 führen, minus 20 ist gleich 70. 70.000 sind aber ja nicht mehr in der Verlassenschaft drinnen. Die Verlassenschaft trägt nur 60.000. Jetzt ist die Frage, wo bekommen wir denn den Rest her? Auf den ersten Blick könnte man denken, dass 90 minus 100 ja minus 10 ist und dass minus 10 eine Art Verbindlichkeit des A bei der Verlassenschaft sein könnte. Tatsächlich schließt allerdings das Gesetz in § 755 Absatz 2 eine Rückzahlung aus. Das bedeutet, wir sehen hier in der gelben Variante mit einem sehr großen Geschenk an den A, es reicht nicht mehr, um wirklich eine gerechte Vermögensverteilung herzustellen. Wir schaffen bei B nur 60.000, indem wir ihm den ganzen Nachlass geben, aber der A muss nicht auch noch draufzahlen. Damit haben wir den Grundsatz der Anrechnung auf den Erbteil verstanden. Wir haben gesehen, eine Anrechnung kann es geben, wenn der Erblasser sie anordnet oder wenn sie vereinbart wurde. Und wir haben gesehen, eine Anrechnung kann es auch geben, wenn ein Kind Schenkungen an andere Kinder anrechnen lassen möchte, aber nie gegen den Willen des Erblassers. Und wir haben gesehen, dass die Grenze der Anrechnung, eben weil es keine Verpflichtung gibt, das Geschenk zurückzugeben, die Leistungsfähigkeit des Nachlasses ist. Einige Fragen sollten wir uns noch überlegen. Erstens, ich habe jetzt hier ganz unkompliziert einfach Werte angesetzt. Ich habe gesagt, das Geschenk war 50.000 oder 70.000 wert. Woher kommt dieser Wert? Das Gesetz bewertet jedes Geschenk im Zeitpunkt der Schenkung und nimmt diesen Wert und wertet ihn dann nach dem Verbraucherpreisindex auf, das heißt eine Inflationsbereinigung. Was es aber nicht tut, ist, Wertsteigerungen zu berücksichtigen. Das bedeutet, ein Gemälde eines Malers, das vor 20 Jahren 20.000 wert war, wird mit 20.000 plus Valorisierung plus Inflationsausgleich angesetzt, auch wenn das Gemälde, weil der Maler zwischenzeitlich viel nachgefragter ist am Kunstmarkt, mittlerweile das Zehnfache kosten würde. Es gilt immer der Wert im Zeitpunkt des Geschenkes, aufgewertet zum Todeszeitpunkt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist dann aufgefallen, dass in meinem Beispiel nur die Kinder eine Rolle gespielt haben. Das liegt daran, dass der Ehegatte bei der Anrechnung nach § 753 ABGB nicht partizipiert. Ein Kind kann die Anrechnung von Schenkungen an andere Kinder verlangen. Wäre in dem Beispiel ein Ehegatte dabei gewesen, dann hätten wir dem Ehegatten sein Drittel an Erbportion einfach schon einmal vom reinen Nachlass gegeben. Das heißt, die 60.000 hätten wir um 20.000 gleich einmal verringert und hätten dann dasselbe Spiel gespielt, das wir vorher gerade gesehen haben. Dem Ehegatten wird nach dem Gesetz nur das angerechnet, was er direkt aus der Verlassenschaft bekommt, also aus einem Ehepakt oder aus einem Erbvertrag. Wobei der Umstand, dass das Gesetz das als Anrechnung bezeichnet, besonders unglücklich ist. Denn Sie erinnern sich, wir haben als das Problem ja identifiziert, dass Vermögenswerte nicht mehr in der Verlassenschaft sind. Aber selbstverständlich ist das, was mir auf Erbvertrag oder Ehepakt zuwandert, selbstverständlich ist das in der Verlassenschaft. Das hat mit einer Anrechnung eigentlich nichts zu tun. Das heißt, der Ehegatte ist nur dann Teil der Anrechnung, wenn es eine Anrechnung nach § 752 ist, wenn es eine vereinbarte Anrechnung für ein Geschenk gibt oder wenn der Erblasser das anordnet. Und zu guter Letzt ein Gedanke, der die Anrechnung auf den Erbteil mit der zweiten, leider noch schwierigeren Anrechnung verbindet, die wir im Erbrecht kennen, nämlich der Anrechnung auf den Pflichtteil oder technisch der Hinzu- und Anrechnung auf den Pflichtteil. Ich habe in einem letzten Schritt Ihnen auf der Grafik was gezeigt, wenn wir uns die noch einmal vergegenwärtigen. Die gelbe Variante mit einem sehr großen Geschenk an den A hat Ihnen gezeigt, dass wir keine ganz gerechte Vermögensverteilung geschafft haben. Der B hat nur 60.000 bekommen, obwohl eigentlich 70.000 notwendig gewesen wären, wenn wir wirklich eine gleichmäßige Vermögensverteilung erzielen wollen. Das heißt, wir haben eine Verkürzung des B um 10.000. Das ist an sich unproblematisch, denn der Erblasser hat es ja auch in der Hand, Erben ungleich zu behandeln. Es spricht nichts dagegen, wenn ich zwei Kinder habe, zu sagen, das eine Kind soll 3/4 des Vermögens bekommen, das andere nur 1/4 des Vermögens. Aber die Grenze von all dem ist das Pflichtteilsrecht. Mein Fall war bewusst so gewählt, dass die Verkürzung des B eine relativ geringe war. 70.000 hätten ihm zugestanden, 60.000 hat er bekommen. Aber Sie können das Spiel ja natürlich noch weiterspielen. Sie können es ins Extrem treiben.
Angenommen, die Zuwendung an A wäre noch größer gewesen. Angenommen, die Zuwendung an A wäre 500.000 oder 1 Million gewesen. Angenommen, ein Erblasser versucht, sein Vermögen einem Kind zuzuwenden unter Lebenden, weil er das andere verkürzen will. Dann wäre es doch sehr seltsam, wenn es bei der Erkenntnis bleibt, dass die Anrechnung nicht zu einer Pflicht führt, zurückzugeben. Und das führt dann zur Anrechnung auf den Pflichtteil. Denn wann immer wir wissen, wie das Vermögen vom Erblasser oder vom Gesetz verteilt wurde, und zwar durchaus unter Berücksichtigung der Anrechnungen, das heißt, wenn wir in der Fallprüfung gedacht das Zwischenergebnis haben, nach dem Testament unter Berücksichtigung von Anrechnungen ist das die Vermögensverteilung oder nach der gesetzlichen Erbfolge unter Berücksichtigung von Anrechnungen ist das die Vermögensverteilung. Wann immer wir dieses Zwischenergebnis haben, müssen wir dieses Zwischenergebnis ja auf seine pflichtteilsrechtliche Zulässigkeit prüfen. Und das Pflichtteilsrecht, das ist gerade nicht dispositiv. Ich kann bei der Bestimmung des Erben, bei der Verteilung des Vermögens, habe ich Testierfreiheit, aber eben nur bis zur Grenze des Pflichtteilsrechts. Das heißt, ich kann zwar eine Situation herbeiführen, wo der Erbe statt 70.000 60.000 bekommt, aber es wird wahrscheinlich nicht gelingen, eine Situation herbeizuführen, wo der Erbe statt 300.000 nur 60.000 bekommt. Das Pflichtteilsrecht ist also eine Grenze, die wir auch bei den Anrechnungen berücksichtigen müssen. Und das führt zu einer Prüfreihenfolge, die, nachdem die Anrechnung auf den Erbteil erfolgt ist, in die pflichtteilsrechtliche Prüfung einsteigt und in der pflichtteilsrechtlichen Prüfung finden wieder Anrechnungen statt. Das heißt, man müsste pflichtteilsrechtlich dann sagen, gut, was ist denn an Schenkungen pflichtteilsrechtlich anzurechnen? Das ist nicht völlig identisch. Wir sehen das in einem gesonderten Lecturecast. Würde pflichtteilsrechtlich die Zulässigkeit dieses Ergebnisses überprüfen und wenn rauskommt, dass der Pflichtteil verkürzt ist, dann gibt es bei der Hinzu- und Anrechnung auf den Pflichtteil sehr wohl eine Verpflichtung des Beschenkten, das Geschenk wieder zurückzugeben. Und damit sehen Sie auch ein bisschen das Zusammenspiel. Nachdem überprüft wurde, wie das Vermögen verteilt wird, nachdem nach gesetzlicher oder gewillkürter Erbfolge samt Anrechnungen wir wissen, wer soll wie viel bekommen, ist die nächste Frage, ob das pflichtteilsrechtlich überhaupt zulässig ist. Und deshalb ist es keine Besonderheit, sondern fast eine Selbstverständlichkeit, dass Sie, wenn es Anrechnungsposten gibt, wenn es Schenkungen unter Lebenden oder Schenkungen auf den Todesfall gegeben hat, dass Sie zweimal anrechnen müssen. Einmal bei der Vermögensverteilung und einmal bei der zwingenden Pflichtteilsberechnung.